Ich erinnere mich noch, mein Freund und ich saßen in Indien in einem Einkaufszentrum. Das ist so der Hotspot, wo man abhängt und wo man hingeht. Und aus dem Nichts haben wir uns plötzlich angeguckt und gesagt, sollen wir einen Roadtrip machen durch USA? Und wir haben vom Burger King aus auf dem Handy den Flug in die USA gebucht. Wir haben nichts geplant. Keine Route, keine Stops. Wir haben einfach gesagt, wir fliegen an dem Tag und machen einen Roadtrip. Als wir in den USA ankommen, fällt uns auf, dass wir gar kein Auto gebucht haben. Wir so, okay, kein Problem, wir sind am Flughafen, müssen jetzt einfach nur ein Auto buchen. Und dann kommen wir aus dem Flughafen raus zu unserem Mietwagen und wir waren vorher in Indien, in Bali, in Sri Lanka. Und eine Sache haben wir nicht bedacht. Es war arschkalt. Wir hatten nur unsere zwei Koffer mit all unseren Habseligkeiten und wir hatten absolut keine wintergeeigneten Klamotten. 26. Februar kommen wir an in Atlanta und es gefällt uns überhaupt nicht. Georgia ist gar nicht unser Ding. Wir sind schon ein paar Mal durch Georgia durchgefahren. Jetzt auch in letzter Zeit. Und irgendwie ist es so, man kommt aus einem anderen State und du fährst so in Georgia rein und denkst so, okay, wo ist der Ausgang? So, es ist wirklich, die Vegetation ist so karg und ja, auf jeden Fall sind wir direkt weiter. Und der Grund, warum wir überhaupt nach Georgia, Atlanta geflogen sind, war der, dass wir wollten nach McMinnville in Tennessee und Sadhgurus Ashram anschauen. Sadhguru hat einen amerikanischen Ashram. Riesengroß. Tausende von Hektars. Man kann dort auch leben, Häuser kaufen. Ja, es ist auf jeden Fall ein anderer Vibe. Und das Krasse war, damals war wirklich in der Zeit alles im Umfeld vom Ashram ausgebucht. Das einzige Hotel, das wir finden konnten, war ein Wohnwagen auf dem Land in der Pampa. Ich meine, McMinnville ist ja schon Pampa, ne? Aber dann ein Wohnwagen in der pumpigsten Pampa bei irgendwie 3 Grad. Oh, es war so kalt. Und ich war ein bisschen grouchy. Es war kalt und wir hatten Jetlag. Jetlag macht uns immer super pissig. In McMinnville gibt es nichts zu essen. Es gibt dort ein. What did they have in McMinnville to eat? McDonald's. And the one that we went to. Applebee's. So, McMinnville ist wirklich im Süden. Und ich war noch nie im Süden Amerikas vor dieser Reise. Und da gab es echt 3 Restaurants in diesem Dorf. Und wir waren ja monatelang extrem gesunde Ernährung gewohnt, vegan. Und jetzt kommen wir dahin. Alles, was es gibt, ist Waffeln, Pommes und Steak. Ich kann dir sagen, ich habe auf diesem Roadtrip so krass zugenommen. Als ich dort ankam, war ich wirklich rank und schlank. Und am Ende des Roadtrips sah ich aus wie Pummeluff. Weil wir nichts ordentliches zu essen bekommen haben auf dem Weg. Und ich war also ich musste die ganze Zeit meine indische Siddha-Medizin, Naturmedizin nehmen und musste 3-mal am Tag essen. Das war für meine Borreliose die Voraussetzung, 3-mal am Tag essen und kein Fleisch. Was isst du 3-mal am Tag bei McDonald's? Also ich habe mich, glaube ich, von Pfannkuchen, Kakao, Pommes ernährt für einen Monat und Milky Way an der Tankstelle. Da erinnere ich mich auch dran. Was meinen Freund immer total angenervt hat, ich war so müde, ich hatte noch den übelsten Jetlag. Und wir sind natürlich auf dem Roadtrip ganz viel Auto gefahren und er ist gefahren. Aber er mag es nicht, wenn ich auf der Fahrt einschlafe. Und ich war wirklich, kennst du diese Videos von so kleinen Welpen, die da sitzen, wo denen der Kopf runterfällt? Ich war wie so ein Welpe. Ich konnte nicht wach bleiben, wenn wir so lange durchgefahren sind. Und bin ständig eingeschlafen. Das hat ihn ganz wahnsinnig gemacht. Dann hatten wir uns ja nicht überlegt, wo wir schlafen wollen auf dem Weg. Wir hatten jetzt nur den RV da gebucht für eine Nacht und sind dann weitergefahren in Richtung Memphis. Also, was machen wir jetzt? Wo schlafen wir? Motels. Autobahnhotels quasi. Ja, how much is a motel per night? 80 bucks, 100 bucks? Das Billigste fängt so bei 80 an und dann geht es so bis 120 hoch.
Ich erinnere mich noch, oh ja, das war das eine in Memphis. Da hatten wir auch eine Küche in dem Hotel. Und der Frühstücksraum, also was gab's da? Knoppers, naja, das gibt's in Amerika nicht, aber wirklich echt nur eine Kaffeemaschine und ein Müsli-Riegel. Das war das Frühstück da. Und da waren nur alte Leute und die haben sich alle in diesem Frühstücksraum getroffen und sich immer schon gefreut, wenn ich morgens da gekommen bin, um mein Frühstück zu essen, während Ashton noch sein Yoga fertig gemacht hat, weil damals hat er viel mehr Praktiken gemacht als ich. Ich war noch nicht in so viele yogische Praktiken initiiert. Und dann haben die mich dann alle belagen. Die waren so froh, endlich mal jemand Junges. Und es war so arschkalt. Wir sind erstmal vom Thrift Store zu Thrift Store, also von Secondhand Store zu Secondhand Store gerannt, weil wir das noch so gewöhnt waren. In Kalifornien sind die Secondhand Läden einfach so traumhaft. Du findest die coolsten Dinge, aber in Memphis sollte man einfach nicht in einen Secondhand Laden gehen. Ich glaube, ich hatte einen Pullover, hat er mir in Weihnachten in Bali zu Weihnachten geschenkt und haben wir einfach Schicht über Schicht über Schicht angezogen. Waren wir auch in so einem veganen Restaurant in Memphis und alles, was sie angeboten haben, war wirklich Fake Chicken Nuggets mit veganen Pommes, mit veganem Burger Plate. Also das konnte man gar kein Essen nennen. Da war wirklich nichts mehr alive, nichts mehr lebendig in diesem Essen. Das nächste Motel, in dem wir dann geschlafen haben auf unserem nächsten Stopp, das war total gruselig, das war so richtig sketchy und da waren so richtig gruselige Leute außer uns, die sich nachts angebrüllt haben. Wir sind weiter nach Louisiana und ich hatte, ich weiß nicht, kennst du den Film Küss den Frosch, den Disney-Film? Ich hatte das immer so als Traumbild in meinem Kopf, die Swamplands und Bayous und Jazzmusik und so. Und deswegen wollten wir nach New Orleans. New Orleans war aber ganz anders als das, was ich in dem Disney-Film gesehen habe. Witzigerweise erinnert mich jetzt Florida viel mehr an alles aus Küss den Frosch als New Orleans selbst. Da haben wir eine Pferdekutschentour gemacht durch das französische Viertel. In Beaumont waren wir in einem richtig schönen Motel. Wir sind aber erst spät in der Nacht angekommen und wieder mal gab es nur Waffeln, Waffeln, Waffeln. Aber warum wir in die Motels wollten anfangs, ist, weil wir machen ja so viel Yoga morgens und du brauchst einfach einen Ort, wo du Yoga machen kannst. Also haben gesagt, okay, Motel, aber im Grunde genommen haben wir immer mehr gespürt, wir kommen um 11 im Hotel an oder um 12, wir schlafen für ein paar Stunden, wir stehen um 4, 5 Uhr auf, spätestens, machen unser Yoga-Fahren weiter. Lohnt es sich dafür, echtes Hotel zu buchen? Vielleicht können wir umwechseln auf Airbnb. Unser nächster Stopp hat mich so krass nervös gemacht, so aufgeregt, denn ich war schon seit Jahren Fan von einer YouTuberin, Jessie Online, seit die ganz klein war. Und wir sind in die Stadt gefahren, wo Jessie wohnt. Und ich habe Jessie angeschrieben auf Insta, sollen wir uns treffen? Und mein Herz ist mir in die Hose gerutscht, weil sie zugesagt hat. Am nächsten Tag haben wir Jessie getroffen mit ihren Kids und ihrem Mann. Und Leute, guckt euch mal an, wie lang meine Haare sind. Wenn ich mir das jetzt anschaue, kann ich das gar nicht mehr fassen, dass ich mal so lange Haare hatte. Oh mein Gott. Hier sind wir jetzt in San Antonio, Texas und es hat uns total gut gefallen. Unsere Idee von Texas aus dem Fernsehen oder wenn du so Texas denkst, war, dass wir dachten, komplette Wüste, diese kennst du diese Pflanzen, diese Ballen, die sich über den Wüstenboden rollen, Steppe quasi, nichts zu sehen. Und es war total anders. Texas war grün und voller Pflanzenvielfalt und wir waren im japanischen Garten. In San Antonio haben die so einen Kanal, ein bisschen wie Venedig, auf dem du mit einem Boot fahren kannst und zu beiden Seiten des Kanals sind schöne Restaurants. Unser erstes Airbnb, auch da sind wir wieder spät in der Nacht angekommen und das Bett war so unbequem, dass wir das ganze Bettzeug auf den Fußboden gelegt haben und auf dem Fußboden geschlafen haben. Und das war in... Where was the storm in the snow? Ja, also... Das war in Oklahoma. And there was a snowstorm over there. Tornado. Und es war so kalt. Wir konnten keine 3 Minuten außerhalb des Autos stehen. Wir haben nur Fotos geschossen aus dem Auto heraus, weil es zu kalt war. Then we went to New Mexico, right? Ja. Durch New Mexico durch. Krasse Aussicht dort.
weiter nach Arizona. An dem Tag war so eine große Gem Fair. Also, das war unglaublich. Die ganze Stadt war voll mit Leuten, die in Halbedelsteine interessiert sind. Riesengroße Halbedelsteine. Das ist so witzig. Die Amis, weißt du, in Europa, das ist ja so, man geht ins Kolosseum, Museum, zum Eiffelturm, was weiß ich nicht. Und in Tucson, Arizona geht man zur Steinmesse. Aber Arizona sah tatsächlich so aus, wie wir dachten, dass Texas aussieht. Endlich kommen wir in San Diego an. Es regnet. Es regnet Katzen und Hunde. Der einzige Tag, an dem wir in San Diego sind, regnet es ohne Ende. Und zwar Regen, wie du noch keinen Regen gesehen hast. Wir wollten an den Strand und wir wollten eine Stadtrundfahrt machen. Also Strand, da hat uns das Wetter noch verschont. Das war noch okay, aber als wir dann reingefahren sind in San Diego, hat es wirklich angefangen zu schütten. Und wir haben diese ganze Statur in diesem Bus, in diesem Trolley, wo du immer einsteigst und dann aussteigst, einsteigst und aussteigst, im prasselnden Regen gemacht, klatschnass. Ich weiß noch, wie wir uns in der Pause in ein Restaurant gerettet haben und eine heiße Suppe gegessen haben. Und langsam werden wir auch schon dicker. Remember how we got fat? Ja. Und hier treffen wir die Entscheidung, sollen wir im Auto schlafen? Ich weiß nicht, ich habe noch nie im Auto geschlafen. Nicht mal in Deutschland habe ich einmal im Auto geschlafen. Und jetzt einfach in Amerika im Auto schlafen. Aber es war so naheliegend, es hat so viel Sinn gemacht. Von diesem Tag an haben wir einen ganzen Monat im Auto geschlafen, wo immer wir auch hingegangen sind. Wir haben auf Raststätten geschlafen, auf Reststops. Manchmal sind sie nachts zu uns, die Polizei ans Auto gekommen, hat geklopft, mit der Lampe reingeleuchtet, hat gesagt, hier kannst du nicht parken. Manchmal haben wir auf Walmarts geparkt und geschlafen. Manchmal haben wir in privaten Nachbarschaften einfach geparkt und da geschlafen. Und es war so bitterkalt. Wir haben uns auf jeden Fall dick eingepackt unter unseren Decken und Klamotten und dann immer nachts das Auto an und dann wieder aus und an und aus. Du sollst ja nicht das Auto die ganze Nacht über anlassen. Und manchmal stehst du dann an so einer Raststätte unter so einer riesigen Lampe, die in dein Auto leuchtet und du musst mit Handtüchern oder was auch immer du hast, dann dein Auto abdecken. Also damit das Licht nicht da rein scheint. Es ist das absolute Abenteuer. Es ist richtig krass abenteuerlich und gruselig, aber gleichzeitig auch mega cool, weil du so denkst, wow, ich kann einfach in meinem Auto leben. Wir haben trotzdem jeden Tag geduscht. Ich kenne diese Leute, die wohnen in Vans und allem und die duschen einfach nicht. Das können wir einfach nicht. Wir sind jeden Morgen entweder zu einer Raststätte gefahren, die eine Dusche hat, oder in einen Park, der eine öffentliche Dusche hat, oder wir sind ins Schwimmbad gegangen und haben dann unser Yoga im Park gemacht und unsere Meditation im Auto, oder manchmal sind wir in einem YMCA und haben da unser Yoga gemacht, sogar in einer Raststätte oder einfach am Straßenrand. Wir müssen Yoga jeden Tag machen, sonst fühle ich mich, als wäre ein Laster über mich gerollt, und deswegen war es einfach unsere Priorität und wir mussten es einfach möglich machen. Das war noch nicht das Ende unseres Roadtrips. Eigentlich hat es erst richtig angefangen. Alles darüber erzähle ich dir im nächsten Video.